Was geht ab, meine Seafighter, außer dir? Und heute auf Dragon Ball Legends werden wir den neuen Modus machen, Legends Road. Und zwar bekommen aus diesem Legends Road den Free-to-Play-Kit Goku. Wir gucken uns gleich alle Informationen dazu an, wie man ihn genau bekommt, wo man ihn genau bekommt und springen dann rüber zum Legends Road selbst. Lasst uns ganz schnell die neuen Informationen ansehen, nämlich wir sind nun auf der Version 1.21.0. Haupt-Story-Teil-2-Kapitel 3 auf Schwer wurde hinzugefügt. Zum Zukunft-Tag wurden Charaktere hinzugefügt. Im Prinzip Cell und Trunks. Zum Minion-Tag wurden auch neue Charaktere hinzugefügt. Pflanzenman und Cell Jr., wie es dran steht. Und es gibt einen neuen Tag, böse Abschammung. Das ist im Prinzip der Freezer-Clan. Alle Freezer-Clan-Charaktere wurden da hinzugefügt. Ist, glaube ich, denke ich, die Vorbereitung auf Sparking Shield, der Anfang Dezember kommen sollte. Wir haben einen Scout-Kampf zum dritten von Freezer mit neuen Ausrüstungen. Ebenso 14. Ranked Season ist nun online gegangen. Wir haben die Charakter-Balance-Anpassungen zu den 5 am wenigsten gespielten Sparking und Extreme Charaktere. Das könnt ihr euch gerne mal abchecken, was neu hinzugekommen ist. Da steht wirklich detailliert dran. Vorher-Nach-Anpassung. Und genau so viel zu denen. Dann haben wir ein neues Banner. Nur ein Banner. Ein Mono-Banner. Mono-Gelb-Banner. Da sind Mono-Gelb-Charaktere drin, Freunde. Ist wegen dem Legends Road. Denn im Legends Road spielt man gegen lila Charaktere. Also ja. Bisschen ähnlich, wenn ihr Dokkan kennt, bisschen ähnlich wie Super Battle Road Dokkan mit den Mono-Teams. Aber im Legends Road, Freunde, ist aktuell online, geht bis zum 17.12. 7 Uhr morgens unserer Zeit. Dort können wir einen Sparking Free-to-Play Goku bekommen und auch gewisse andere Sachen. Wir können nämlich aus diesem Event selbst neue Medaillen erfarmen. Nämlich, ihr seht, es Bronzemedaillen, Silbermedaillen und Goldmedaillen. Und diese können wir eintauschen gegen gewisse Sachen. Zum Beispiel gegen eben den Free-to-Play Goku selbst. Also bekommen wir die Siegkräfte von dem Goku aus dem Shop. Das gucken wir uns gleich an. Wir haben aber auch eigene Seelenfragmente für diesen Goku. Also kommt der im Prinzip mit Free-to-Play Seelenfragmenten. Ist gar nicht mal so schlecht. Und man kann zum Beispiel auch noch Sparking-Tickets holen. Das gucken wir uns gleich an. Wenn es gibt neue Missionen, die gucken wir uns auch ebenso an. Da bekommt man tolle Belohnungen. Goku selbst könnt ihr euch gerne mal abchecken, was er so drauf hat hier an der Stelle. Goku selbst, bin ich ehrlich, er ist solide, für einen Free-to-Play-Unit ist er solide, er kommt, glaube ich, gleich mehr oder weniger so mit Oberteufel King Piccolo. Mehr oder weniger, Freunde, aber schlecht ist er nicht, also macht diesen Modus, wenn ihr es schafft, holt euch die ganzen Sachen und holt euch diesen Boy auf jeden Fall an der Stelle. Wir haben neue Ausrüstungen, könnt ihr euch auch gerne abchecken und dann, genau, diese folgenden folgenden Sachen bekommen wir durch die Medaillen, Schildkrötenmedaillen, Bronze, Silber, Gold etc. aus dem Shop. Ich würde aber sagen, wir gehen mal direkt in den Shop rein, da haben wir das auf jeden Fall bildlich da gesehen und da, ja, können wir uns genau anschauen, was man bekommt und woher man ihn bekommt, nämlich aus dem Shop, Freunde. Und zwar klickt ihr da auf Shop, Tauschbörse oder ihr gelangt bestimmt auch irgendwie anders drauf. Jedenfalls ist hier das neu überseltene Medaillen, haben wir Legends Road, das ist der Shop für den Legends Road. Und da seht ihr auch schon, ich habe das Event noch nicht gemacht, wir werden es gleich machen. Ich habe dementsprechend noch nichts holen können, aber gegen die Medaillen könnt ihr eben die Sachen euch holen, Freunde. Sei es jetzt Siegkräfte für den Goku hier. Die Sache ist, hier steht, für 10 Bronzemedaillen bekommt man ein Stück. Ich glaube, das ist auch ein Siegkraft. Wir werden nachher schauen, wenn wir ein paar haben. Aber wenn es so ist, ihr wisst ja, wenn man erst 100 Siegkräfte eines Charakters hat, eigentlich hier, wenn man das 100 mal eintauscht, nachher werden wir schlauer, weil da steht nur ein Stück dran, bekommt man diesen Charakter dann. Also ihr braucht 100 Stück von einem, 100 Siegkräfte von einem Charakter, sorry. Dann bekommt ihr aufsteigende Seelen, bekommt ihr ebenso von diesem Goku hier durch die ganzen Bronzemedaillen, dann auch gegen Silbermedaillen etc. Empfohlen wird natürlich mit den ganzen Medaillen, wir haben ein neues Training-Item, empfohlen wird natürlich mit den ganzen Medaillen erstmal die Siegkräfte und die Seele von Goku zu holen. Das müsst ihr selber managen, wir haben ein neues Ausrüstungsgegenstand hier, Kraftstab von Goku und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen, Freunde, lange Rede, kurz Sinn, lasst uns mal in das Event gehen. Ich habe mir ein Mono-Gelb-Team gebaut, ihr könnt natürlich auch mit einem Team rein, wo ihr an sich 3 Charaktere in den Kampf schickt, die Hauptsache vom Typ Gelb sind, das ist zu unserem Vorteil, weil wir nur gegen lila Charaktere kämpfen, ja, aber Mono-Gelb würde es auch tun oder an sich irgendein Team, zum Beispiel Saiyan-Team, dann schickt ihr aber 3 gelbe Saiyans raus. Und zwar, Freunde, hier, das ist der erste Kampf, den wir hier haben, ihr seht immer dran, was für eine Belohnung man bekommt aus den Kämpfen, das könnt ihr euch gerne mal abchecken und hier farmt ihr auch die Sachen, Freunde, und je stärker das wird, je höher ihr kommt, desto bessere Belohnung solltet ihr bekommen, die Herausforderung könnt ihr euch auch gerne mal an der Stelle abchecken, dann würde ich aber sagen, wir springen mal rein in das, ja, in Legends Road kostet 1 Stamina aktuell, bis zum Kampf 1 kostet 1 Stamina, da bin ich mal gespannt, wir fangen schon gegen Level 100 an, bin ich mal gespannt, wie das Ganze abgehen wird, Freunde, und zwar haue ich mal hier auch den Ton raus und Freunde, wenn euch das Ganze schon gefallen hat bis jetzt, dann lasst auf jeden Fall ein Like, dann, falls ihr neu seid, ihr kennt das Ganze und euch das Ganze gefällt, dann lasst auf jeden Fall auch ein Abo da, Freunde. Und genau, dann lasst mich echt mal gespannt auf den Legends Road, Freunde. PvE-Content war lange gefragt, jetzt ist was gekommen. Und zwar, wir ballern uns einfach mal da durch hier, ne? Let's go. Genau, das. Ja, die ersten Phasen werden wahrscheinlich ein bisschen leichter fallen.
Und ciao, Prelin. So viel zum ersten Kampf. Okay, Rat, halt durch. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Halt durch, mein Freund. Keiner weiß. Mach langsam, Kakarot. Mach langsam. Mach wirklich langsam. Wir haben noch ein paar Kämpfe. Ich weiß nicht, ob wir alles schaffen werden, weil die letzte. Hier, seht mal. Guck mal, da haben wir jetzt 11 Bronzemedaillen bekommen. Und. Lass mal ganz kurz im Shop abchecken, wirklich wie viel Sieg. Oder lass es erstmal durchmachen, weil dann können wir das direkt mit den Silbermedaillen und so und sofort auch ansehen. Und zwar kämpfen wir jetzt hier gegen Tao Bai Bai. Wir können diese Ausrüstung droppen. Wir bekommen hier die Silbermedaillen. Es wird immer schwerer. Letzte Stufe haben die Charaktere, Freunde. Neues Level 2000. Und das könnte wirklich schwer sein. Das könnte echt schwer sein. Aber wir sind hier mal wieder immerhin weiterhin in diesem Team unterwegs. Lasst euch auf jeden Fall wissen, was findet ihr von dem neuen Modus? Habt ihr schon durchgespielt? Wie findet ihr das? Wie findet ihr Spark Goku an sich overall? Was denkt ihr in die Kommentare auf jeden Fall? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, weil eben, wie gesagt, PvE-Content war auf jeden Fall gefragt. Jetzt haben wir welches da. Alright. Hajime, lauf rein. Ja, die ersten paar werden wir wahrscheinlich durchrattern. Ja. Okay, nice. Aber es wird nachher wirklich schwerer, weil der Kampf gegen 2000er, Level 2000er. Da bin ich echt drauf gespannt, wie das laufen wird. Anyway, vielleicht mache ich auch hier mal. Nee, okay, das passt. Ich wollte sagen, vielleicht skippe ich mal hier und dort direkt zum Kampf, aber so lange lädt das nicht. Ich glaube, das passt auf jeden Fall, hoffe ich. Alright, da haben wir eins nicht geschafft, aber ist nicht schlimm. Wir ratten hier einfach mal durch. Okay, jetzt haben wir hier Kampf 3 gegen Piccolo. King Piccolo, Level 1500. Wir bekommen hier die Goldmedaillen. Okay, alles klar. Gehen wir einfach mal wieder rein. Immer mal kurz abchecken, was es so gibt. Und ich hoffe, unser Stamina reicht. Ja, schauen wir einfach mal. Let's go. Let's go. Okay. Sparking Kid Goku, das geile an ihm ist, der ist auf Jin Do Joon. Der kämpft auf Jin Do Joon. Der hat auch einen Konter, glaube ich, wenn mich alles täuscht. So haben wir das auf Twitter gesehen gehabt. Oh, yeah. Bla bla bla. Okay, nice. Aber das Ding ist, das wird gleich noch schwieriger. Das wird nur noch schwerer. Das wird gleich schwieriger. Schwieriger, keiner weiß. Sorry, Freunde. Kakarot hält immer noch hier an seine Brust. Heart Virus Kakarot. Bin gespannt, ob er nachher von Nutzen sein wird. Jetzt haben wir die Goldmedaille. Nice. Und die könnt ihr immer wieder farmen, Freunde. Die Medaillen könnt ihr immer wieder farmen. Immer wieder farmen. Okay. Weiter geht's. Lass mich mal ganz kurz in den Shop reingucken. Das interessiert mich gerade brennend. Ob wir da wirklich nur einen Siegkraft bekommen oder nicht. Für die ganzen Sachen. Da wissen wir auf jeden Fall direkt Bescheid. Würde ich einfach mal sagen. Machen wir das mal ganz kurz. Bevor wir bis Ende des Videos warten. Und zwar bekommen wir hier. Ich glaube, das ist ein Siegkraft, legit. Noch 150 Stück. Weil, wenn ich es jetzt kaufe, dann habe ich nur einen von denen. Schaut mal, und dann... Ein Siegkraft, tatsächlich. Jetzt, ich habe jetzt Goku aber nicht, Freunde. Ich kann mit diesem Goku nicht spielen. Denn, wie gesagt, einen Charakter bekommt ihr. Jetzt die Frage, was lohnt sich mehr? Ja, im Prinzip, glaube ich, müsst ihr eh alles leer räumen. Ja, ihr müsst wahrscheinlich eh alles leer räumen. Weil... Ein Charakter schaltet ihr erst frei, wenn ihr von diesem Charakter 100 Siegkräfte habt. Also ich habe jetzt erstmal 3. Heißt, ich müsste mir 100 erfahren, dann habe ich ihn auf 1 Stern. Genau so läuft das Ganze. Okay. Dann kriegt man tatsächlich nur 1 Siegkraft. Wieder zurück zum Event. Am besten gehen wir mal direkt dort rein. Let's go, BD, danke, ja. Und jetzt für Extreme-Kampf. Jetzt kämpfen wir gegen Zai, okay. Jetzt, okay, siehst du, ja. Ja. Da wird in den Endphasen... Oh, jetzt verballern wir aber 2 Stamina. In den Endphasen wird es auf jeden Fall angenehmer dann. Mit dem Gefarme. Aber cool, da haben wir auf jeden Fall jetzt was zu tun, finde ich. PvE-Content war gefragt. Da werde ich auf jeden Fall auch wirklich gut was farmen, weil ihr könnt jetzt ja nonstop farmen. Für die Seelenfragmente, für die Siegkräfte, für die ganzen Items, die wir gesehen haben. Das finde ich auf jeden Fall cool. Kristalle bekommen wir auch ein bisschen, so ist nicht. Wir haben jetzt ein paar Kristalle bekommen, fürs einmalige Clear natürlich. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Krillin. Okay, jetzt geht's ab, oder was, Krillin? Jetzt geht's ab, oder was? Junge, komm du mal her. Mach du mal langsam, Junge. Komm du mal da, Krillin. Ja. Oh, Lord. Ah, ich bin echt gespannt auf den letzten Kampf. Ich weiß auch nicht, ob ich das direkt schaffe. Aber wenn nicht, nicht schlimm. Machen wir auf jeden Fall die Tage. Wir streamen auch gerne Legends, Freunde. Den Streamplan bekommt ihr aus der Videobeschreibung. Ihr wird jede Woche aktualisiert, jeden Montag. Ist in der Videobeschreibung auf YouTube unter jedem neuen Video quasi für die Woche. Ansonsten. Moment.
Ist auch auf meinem Discord-Server oder auf Twitch, Freunde. Außer der Twitch findet ihr mich. Au. Na, langsam jetzt, mal langsam, Junge. Rein mit dir. Bam. Ja, Rising Rush kriegst du noch rein. Vielleicht war das ein bisschen geobert, aber von der Daily Mission habe ich heute noch keinen Rising Rush gemacht. Deswegen passt es, glaube ich. Es sei denn, er kontert. Nice. Da ist die Tür. Ja, auf der Bank. Wen habe ich auf der Bank gehabt? Extreme Tien, weil er gibt, glaube ich, Schlagangriff und Verteidigung. Trunks gibt, glaube ich, Fernangriff und Fernverteidigung. Irgendwie sowas. Und Pycorn gibt Lebensenergie. Ja, der Legend of Pycorn hat man jetzt Nutzen an der Stelle. Lebensenergie für Element Gelb. Deswegen habe ich die auf der Bank und mit denen vorne kämpfe ich. Aber wie gesagt, wenn ihr kein komplettes gelbes Team bauen könnt, Freunde, dann schaut einfach, dass ihr dass eure drei vorderen Charaktere, die ihr mitnimmt, vom Typ Element Gelb sind und boostet sie durch die Bankcharaktere, einfach durch andere Bankcharaktere, die ihnen Boost geben, ja. Das könnt ihr auf jeden Fall auch machen. Wenn ihr zum Beispiel drei gelbe Saints habt, dann nimmt sie und nimmt als Bankcharaktere Saints eben, die dann einen Boost geben. Weil die Siegkräfte der Bankcharaktere, die werden auf jeden Fall auch übertragen im Kampf auf die kämpfen quasi, genau. Okay, GG. Ja, jetzt, ich glaube, jetzt sind wir Extreme Kampf 2, da kommt 3 und dann kommt wirklich so Hard Mode, so Final Boss. Kakarotto, Herzvirus, komm schon. Ja, neben ist halt die Sache, der fällt ja immer Leben, wenn man eine Karte bei ihm aktiviert. Aber er macht seinen Job bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Er zieht halt schnell Karten, ne? So. Aua! Weiß nicht, was sperrt immer. Oh je. Oh, Lord, habt ihr es gesehen? Es sah gerade komisch aus. Ja, Kakarotto, dich können wir opfern auf jeden Fall. Danke dafür, dass du sein Ding herausgebetet hast. Rising Rush sperrt dich, glaube ich, erstmal vorerst noch. Wow, was für eine Kiri-Gen die hat. Ist doch wegen ihrer Ausrüstung. Ist doch wegen ihrer Ausrüstung. Oh, nee, nicht in die Luft sprengen. Hör auf. Was? Chaozu, mach doch langsam. Ich sollte das überleben. Chaozu, kein Sinn. Komm her, Junge. Zack. Knochen brechen. Boom. Krieg schon mal Rising Rush Ruinio. Au. Keiner weiß. Number 18. Android 18. Oh, Tau bei Mao. Der. Oh je, Mine. Bitte? Der wird's halt wissen, du. Das sag ich dir. Come on, man. Krass, der hat sogar überlebt. Ja, jetzt raus mit dir. Ja, es wird schon schwieriger. Und ja, nachher werden die bei Level 2000, Freunde. Da bin ich gespannt, wie das Ganze ablaufen wird für Level 2000. Und ich muss dann dieses Fischgericht abchecken als Item. Lass mal wissen, Fischgericht, wie kann man das einsetzen, was gibt das? Weil die Items geben ja für gewisse Level. Ich hoffe, die geben 1000 plus oder vielleicht auch für 1500 Charaktere. Oder 1000 plus sollten die eigentlich geben. Oder vielleicht auch ohne Begrenzung. Oh, 1700 hat der jetzt. Oh, 1700 hat der jetzt. Danach gibt es noch einen Kampf, Freunde. Macht euch darauf gefasst. Ich bin jetzt echt drauf gespannt. Ich bin echt auch gespannt, wie der Kampf danach ausfallen wird. Krass. 1700. Also müssen wir es mal warm machen hier. Let's go. Legendary. Oh. Mach mal langsam, Junge. Ah, jetzt habe ich langsames Kartenziehen. Boah, der, Alter, wir machen ja gar keinen Schaden gegen ihn. Egal, Hauptsache ich bekomme schnell mein. Oh, Rising Rush Ourinho. Oh oh. Der hielt sich. Warum hielt er sich die ganze Zeit? Habt ihr das gesehen? Der hielt sich die ganze Zeit. Habt ihr das gesehen? Oh! Obertaufe King. Der, oh mein Gott, der hat einfach meine Dragon Balls geklaut. Stimmt. Oh! Der will's heute wissen. Yeah, morgen vielleicht.
Komm du mal her, mein Freund. Zack. 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 Komm du nur her, mein Freund. Und zack, Alter. Schulter aus, Kugeln. Und kriegst den Rising Rashorino noch zurück. Sam, kriegst dein Rising Rashorino auch noch zurück an der Stelle. Ja, ja, nice, nice, nice. Okay, das war schon schwer. Jetzt, Freunde, jetzt kommen wir zum letzten Level. Darauf bin ich jetzt auch gespannt. Sollte eigentlich jetzt zum letzten kommen. Aber gut. Nice. Heute noch zweimal. Was? Man hat eine Beschränkung. Das ist nicht mal das letzte. Danach gibt es noch eins. Und das hat eine Beschränkung. Krass. Ja, egal. Rein damit. Oh, okay. Krass. Freunde, einfach mit Beschränkung. Heute nur noch zweimal. Jetzt überleg mal, wir schaffen das jetzt nicht. Oh mein Gott. Das wird jetzt übertrieben interessant werden. Die Sache ist halt, diesen Goku, den Opfer, ich hatte direkt. Ich hab zwar Goku Black. Ich würde auch eigentlich Goku Black nehmen, aber der ist bei mir noch nicht mal auf 1500. Obwohl ich letzte Tage mich verrückt trainiert habe. Aber ich habe keine guten Training-Items mehr aktuell. Goku Black wäre auf jeden Fall eine gute Option, sage ich mal. Auf jeden Fall. Aber Freunde, jetzt. Oh mein Gott, jetzt schauen wir mal. Oh. Komm, Karot. Wenn Karot einen rausnimmt, wäre es immer gut. Nein. Junge, mein Ehemann, lauf da rein. Oh. Okay, das nutzt du auf jeden Fall aus. Bin ich aber gespannt, ne? Ob der das kommt oder nicht. Aber was hatten die für ein Level? Ich habe gar nicht geschaut. Aber ich glaube, 1,7 hatte einer von denen. Ach was. Das ist rigged. Freunde, das ist rigged. Vertraut mir. Was war's, brillanter Profikiller? Au! Hör auf. Tauberbei, raff dich. Kein Bock mehr anzugreifen, oder was? Oh, der Penner! Nice! Der hielt sich die ganze Zeit, seht ihr das? Der hielt sich die ganze Zeit. King Piccolo. Countdown. Oh, der hat meine Dragon Balls geklaut. Keiner weiß. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich überhaupt die Charaktere sehen geboostet habe. Ich weiß es echt nicht. Was? Der hat's überlebt. Verarscht mich doch nicht. Krass, Sommer, krass. Können wir in die Schulter brechen und das beenden? Oh! Yeah, können wir. Nice. Okay. Nicht schlecht. Ist geil. Ist echt geil. Gut, auf Anhieb haben wir es geschafft. Sehr schön. Aber heute kann ich es noch einmal machen. Und jetzt kommen wir zu noch... Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommen wir gegen 2000. Jetzt sollten wir, glaube ich, Level 2000er kommen. Auf die Stage. Oh, lol, einfach nichts geschafft. Egal. Herausforderungskampf jetzt, Freunde. Oh, okay. Oh! 3x 2000. Was? Hä? Okay, wir kommen hier nur 100 Zeitkristalle. Das finde ich ein bisschen schwach. Wir kommen nicht mal Medaillen. Also, um die Medaillen zu farmen, Freunde, macht ihr am besten... Diese Stage pro Tag,
zweimal, wenn ihr das schafft. Und dann die davor quasi, ja, je nachdem, was ihr bekommt. Aus hier bekommt ihr Silber, Gold. Was bekommt ihr aus 3? Ja, Silber, Bronze, Gold. Okay, am besten farmt ihr die Medaillen dort, weil hier bekommt man nur, das ist wahrscheinlich nur für die Kristalle einmalig. Ah, wir haben uns die Mission gar nicht angeschaut, ne? Aus der Mission bekommt man auch Zeitkristalle, wenn ihr... Oh, jetzt, das ist jetzt schade, dass mir das erst jetzt eingefallen ist. Aus der Mission bekommt ihr die Sieg... Nee, aus der Mission bekommt ihr Zeitkristalle dafür, wenn ihr den Free-to-Play Spartan Kid Goku Extreme Sie... Extreme Sie, aber ich wollte es sagen. Limit Break, also die Siegkräfte sammelt und ihn seine Stufen erhöht. Also sein Level quasi. Ihn auf Meisterstufe bringt und sein sofort. Genau. Oh, jetzt bin ich drauf gespannt, Freunde. Boah, der bekommt keinen Schaden. Ah, Hilfe! Ah, zu früh. Ja. Okay, Eis, RIP. Wir müssen all out gehen direkt, let's go. Ah, ich hätte auch vielleicht eine Karte aktivieren sollen. Ja, jetzt die Frage. Wenn er das wieder dodge, ist rigged, man. Wenn er das wieder konnte, ist rigged. Manipuliert, vertrau mir. Ja, strict. Erste Rising Rush kommt nicht durch. Ganz sicher. Nein! Hey, ich hab drauf geklickt. Hallo? Game? Hör auf, bitte. Oh, das würde besser. Oh, okay, nice. Ah! Krass, ey, ohne Spaß. Die kommen kaum Schaden bekommen die. Aber ist eine geile Herausforderung. Herausforderungskampf, haha. Nein, ich Idiot. Was? Ich bin vergiftet. Nicht dein Ernst. Okay, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, Freunde. Was? Der stirbt nicht mal von meiner Final Flash. Oh. Boah, auf jeden Fall Rising Rush, man. Was? So rigged mit dem. Nein! Oh, Jemini, Freunde. Komm ich mal in Rising Rush. Boah, scheiße, was haben die übertrieben? Oh. Okay. Ja, das wird nichts. Krass, krass. Aber geil, siehst du, jetzt haben wir eine Herausforderung. Auf jeden Fall in den Streams werde ich das versuchen, oft, so oft es geht. Krass! Krass! Interessant. Aber ich find's cool. Eine coole Herausforderung auf jeden Fall, Freunde. Lasst mich wissen, was haltet ihr von dem Ganzen. Wie gesagt, ihr müsst nicht unbedingt das schaffen, um die Medaillen zu fahren, um Free-to-Play Sparking Kid Goku zu bekommen. Lasst uns ganz kurz zum Ende noch die Mission uns anschauen. Wie gesagt, die hatte ich vergessen. Ansonsten lasst mich auch, wie gesagt, wissen in den Kommentaren. Ich finde das echt eine coole Herausforderung. Nur her damit mit sowas. Das ist auf jeden Fall cool. Schwierig ist es. Perfekt. Sollten wir auf jeden Fall ein gutes Team haben. Lasst mich wissen, wenn ihr es geschafft habt, welches Team habt ihr benutzt. Hilft euch auf jeden Fall in den Kommentaren gegenseitig aus, Freunde, bei Fragen. Dann macht es auf jeden Fall jedem einfacher. Und zwar hier, ja genau, wenn ihr quasi hier so ein Goku euch holt, Grenzüberwindung erreicht, also Siegkräfte sammelt quasi, auf Limit Break 3 bringt und so und sofort bis zum Kämpfer aufsteigen, Adept, Meister, etc. 100 Booster freischaltet, 150, 200 bekommt ihr Zeitkristalle, Freunde. Also erfarmt euch auf jeden Fall den Free-to-Play-Kid Goku. Ansonsten hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.